Nee, lass uns das nochmal später korrigieren, weil sonst rätseln wir hier nur ganz lange rum und ich glaube, ich muss mir mal ein bisschen Gedanken drüber machen, weil ich jetzt gerade auch nicht weiß, woran das liegt. Ne? Der erste Versuch ist ja fehlgeschlagen und das ist ja doof, wenn wir jetzt hier nur rumhängen. Dann lass uns mal in den Nether gehen. Ich finde das eigentlich ganz spannend, ehrlich gesagt. Also Du ich würde willst jetzt hier einfach nur gerne. nicht in den Nether. Nee, ich. Das ist mir eigentlich egal. Ich würde nur gerne wissen, woran das liegt. Ich würde es auch gerne wissen, aber jetzt, es kann ja sein, dass wir hier noch eine Viertelstunde dran rumrätseln und dann stehen wir hier eine Viertelstunde, weißt du? Ja, dann haben wir eine Viertelstunde lang uns ausgiebig über einen Ja, aber wir sind nicht besonders in komplexen Wirklichkeit Redstone nicht geredet. weitergekommen. Lass mal in den Nether gehen. Was soll denn das? Außerdem gibt es ja vielleicht ganz nette Kommentare, wenn wir da noch ein bisschen drauf warten, gibt es vielleicht noch ein paar ganz nette Kommentare, wie man das denn machen kann. Ja, aber dann haben wir es nicht selber geschafft. Das. Ja, aber vielleicht haben wir es bis dahin ja schon selber geschafft. Creeper. So, ich lock den hier mal von den Feldern weg. Ich habe immer das Gefühl, dass. Ja, also das funktioniert ja nicht so, wie es soll. Warum funktioniert es nicht so, wie es soll? Das weiß ich nicht. Oh. Guck mal, es kommt auf jeden Fall Musik für Nether. So, das wollte ich machen. Ach, jetzt habe ich hier die Plattform in der Hand. Jeden Redstone. Fall eine Idee. Wie bitte? Ich habe eine Idee, sage ich. Und? Was sagt deine Idee? Ah, meine Idee sagt, sagt meine Idee. Also, gute Idee, ne? Hast du einmal einen Redstone-Repeater für mich? Ich bin überhaupt gar nicht mehr da. Ich lege gerade die Sachen ab, damit wir in den Nether gehen können. Wolle? Da ist Wolle. Warum auch immer ich die Wolle dabei habe. Also ist ja gar nicht verkehrt, ein bisschen Pflasterstein mitzunehmen im Nether, ne? So. Halt einmal, ich bräuchte einen Redstone-Repeater. Ich glaube, dann kriege ich es zum Laufen. Dann komm ins Lagerhaus. Kann man aus den Muldings auch Stöcker machen? Ja, 1:1. Das Problem ist, wir haben hier keine mehr. Oh, dann mache ich einfach Stöcker auf die herkömmliche Art. Denn ich hätte ganz gern ein paar Fackeln. Fackeln. Ich hätte aber ganz gern ein paar mehr Haben wir von. schon eine Redstone-Kiste, oder? Fabriziert es, da ist Redstone drin. Ist da dann. Ja. Ich kann mich an solchen Mechanismen nämlich festbeißen, das ist so das Problem. Also ich kann dann wirklich auch. Ja gut, Ich aber könnte. sich festzubeißen ist, glaube ich, nicht sinnvoll. Nee, das überhaupt nicht, aber hinterher funktioniert es meist. Also ich könnte es ja Apropos festbeißen. normalerweise auch mich festbeißen. Aber es ist halt langweilig, wenn wir die ganze Zeit da stehen und immer irgendwas probieren und es klappt nicht. Das ist genau der Grund, warum wir es jetzt nicht so. Das sollte eigentlich funktionieren. Was hast du jetzt verändert? Das funktioniert auf gar keinen Fall. Warum Also das nicht? funktioniert auf gar keinen Fall, weil du überhaupt gar nicht den Block mit der Fackel triffst. Du machst die Fackel gar Doch. nicht aus am Anfang. Müsste doch eigentlich, oder nicht? Nee, nee. Bin ich jetzt gerade völlig. Achso, ich hab falsch abgenommen, oder was? Ja, dann komm doch jetzt mal mit, bitte. Ja, ich nehme doch ab. Nee, du, diesen Block hier triffst du nicht. Wo die, den Wolleblock, wo die Fackel drauf sitzt. Ein Wolleblock, wo die Fackel drauf sitzt. Ja, den hier, Doch, den den kannst treffe. du.
Ach, nee, ja, den triffst du nicht. Ja, den treffe ich dann nicht mehr, schon gut. Aber es ist auch egal, ob du damit noch den Redstone vorher powerst. Du könntest genauso gut den Repeater hier dran machen. Das ändert ja nichts an der Sache. Aber lass uns doch bitte mal in den Nether gehen. Ich glaube nämlich schon. Nächstes Mal bauen wir wieder einen guten alten. Nee, das Design ist ja eigentlich ganz gut. Wir können damit nur gerade nicht umgehen. Ja, also ist das Design doch für uns schlecht. Ja, nee. Ich sehe halt ein Design, kann man ja verändern irgendwann. Ich sehe ein Design, das nicht funktioniert, nicht als gut an. Und momentan funktioniert das halt nicht aus beiden Richtungen, deswegen würde ich es anders bauen. Das Problem ist halt, das basiert eben, ja, die Frage ist halt bei den Pistenschaltern, ne, ob das wirklich so beabsichtigt ist. Ich möchte überhaupt keinen Pistenschalter bauen. Ja, ich gehe ja nur die Schaltung durch. Und die Schaltung ohne Pisten, die ist halt sehr, sehr groß, ne, im Vergleich zu dem, was sie bewirkt. Und das ist einfach ein sehr kompaktes Design, das natürlich mit den Repeater-Einstellungen so darauf... Jetzt hackt er doch nicht so drauf rum. Meiner Meinung nach der größte Designfehler. Ja, aber das werkelt halt mit den Repeater-Einstellungen so, dass ein Signal einer bestimmten Länge Zustand ändert. Und jetzt kann man natürlich entweder die Repeater an dem Toggle selbst umstellen, dass das Signal die passende Länge hat. Oder man benutzt eine Möglichkeit, das Signal auf eine Länge zu verkürzen, die man braucht, mit der man dann arbeiten kann. Und da würde ich, glaube ich, ansetzen, dass das eine Möglichkeit ist, einfach einen Signalverkürzer dahin zu setzen, dass du, egal was du machst, nur noch einen Puls hast und dann kann man auch die Repeater ein bisschen schneller schalten an dem Toggle. Und dann funktioniert alles insgesamt schneller. Ich gehe schon mal zum Portal. To the Portal. Meditativen Geklimpel. Ne, also die Mühle. Je länger ich darüber nachdenke, komme ich immer mehr zu der Überzeugung, dass diese Mühle hier weg muss. Die Mühle muss weg. Das war ein Zitat, hast du gemerkt? Ich habe gerade was wahnsinnig Dummes gemacht. Ich bin sehr froh, dass es niemand gesehen hat. Schade. Wäre schön gewesen, wenn du jetzt aufgenommen hättest, dann hätte ich das einfach zeigen können. Ja, da bin ich auch wirklich gerade froh darüber. So, ich habe gerade ein Schwert repariert. Und zwar habe ich ein ganzes Schwert mit einem ganzen Schwert repariert. Ja, stark. Ich nehme einen Schluck, ne, während ich hier auf dich warte. Keine Zeit zum Saufen, ich bin schon da. So. Bitte nicht allein. Oh, ich habe, glaube ich, auch meine Rüstung ist auch ein bisschen kaputt. Unser Portal ist aus, ne? Ja. Hat ja sehr gut geklappt. wir kommen hier nicht mehr raus. Ich sehe da eine gewisse Problematik übrigens gerade. Sag mal, kannst du mir mal erklären, wie hier Creeper hingekommen sind? Ja, durch das Portal. Stimmt, ne? Inzwischen können Viecher durch das Portal gehen. Hast du ein Feuerzeug dabei? Nein, zufällig nicht. Ja, es war auf jeden Fall eine gute Idee, hier hinzukommen. Ja, ich glaube, wir müssen... Ich hab gesagt, es ist eine blöde Idee. Die ganze Zeit habe ich gesagt, es ist eine blöde Idee. Aber wir müssen eine Nether-Festung finden für den Hibachi. Ich würde sagen, wir finden jetzt erstmal die Nether-Festung und überlegen... Oh. Ich hab gerade noch eine andere Idee. Nämlich? Geh mal kurz raus, ich habe eine Überraschung vielleicht gleich. Nee, warte mal. Ach, warte mal, wir können... Asrata? Ja? Wir kommen hier nicht raus, ohne dass wir Feuer machen können, ne? Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall ein Feuerzeug ercheaten. Ja, ich wollte es gerade machen und dann sieht es keiner. Ja, keine. Ich habe aber noch too many items installiert. Ich auch. Aber ich wollte es halt machen und dann hätte es keiner gesehen. Mach einfach. Ja, du, wir cheaten ja eigentlich gar nicht. Ne? Wir haben uns bisher nur die Raketen ercheatet. Nur, sollten wir belohnen. Nur, jetzt haben wir keine andere Wahl, sonst hängen wir hier fest. So, und das Feuerzeug schmeiße ich weg. Zack.
So, too many items aus. Das war sehr, ja. Ich habe übrigens was für dich mit. Was denn? Ein Bogen. Und Pfeile. Ah, sehr gut. Da habe ich gerade schon überlegt, dass das eine ganz schöne Idee wäre. Ich hätte das so als Packen rausschmeißen sollen. Ja, warum kann ich das nicht aufnehmen? Ich kann das nicht aufnehmen. Lass das mal sein. Inventar voll. Na, jetzt geht's. So, ah. Ich höre nämlich jetzt schon wieder mindestens einen Gast. Ja, ich renne einfach mal raus und gucke. Ah! Ah, er ist schon tot. Der letzte Mal bin ich überraschend nah dran. Das letzte Mal bin ich in die Richtung gegangen, also als ich das heimlich gemacht habe. In welche? Ich würde sagen, da habe ich hingeguckt. Da, wo der gerade ist. Oh, da ist schon wieder einer. Ich erledige die hier gerade in einer epischen Fallziehen. So, sind beide tot. Was ist denn hier los, Freunde? Ja, da kannst du mal sehen. So, kann man hier irgendwie runter? Hier kann man runter. Hier, komm, wir gehen hier runter. letztes Mal bin ich halt in die Richtung gegangen, wo man rauskommt, wenn man in die Richtung, in die man guckt, wenn man aus dem Portal herauskommt und unseren Dingensweg nimmt. Ja. Ja, hier ist schon fast eine richtige Treppe. Deswegen, ruckel, würde ich jetzt einfach mal in diese Richtung hier gehen. Ich setze immer zwischendurch einen Pflasterstein mit einer Fackel in die Richtung, aus der wir kommen. Und ich weiß nicht. Ich habe daraus mal eine richtige Treppe gemacht. Ja, hier bin ich jetzt auch ein bisschen überfragt. Wir machen uns eine kleine Brücke hier. Ganz sicher. Ich mach's ein bisschen sicherer. Ganz sicher ist das nicht, aber es ist schön hier mit dem Lavameer. Joe, wie der Holländer sagen würde. Ich habe ja neulich Batman noch geguckt, ne? Und ich glaube, du warst dabei. Darf ich ja mal verraten, ja, ne? Richtig, wir haben doch zusammen hier den mit Danny DeVito als Pinguin geguckt. Richtig. Danny DeVito ist einfach der perfekte Pinguin. Das kann man einfach nicht oft genug erwähnen. Aber ich musste die ganze Zeit daran denken, dass Batman auf Schwedisch Lederlappen heißt. Ja, ist großartig. Ich bin da, also dieser Fakt, ne? Oh, es ruckelt, das ist ganz gefährlich, wenn es im Nether ruckelt, weil wenn man dann läuft. Warum ruckelt das denn? Lieber Fred. Da hätte ich gerne was geschnitten. So, guck mal. Was hättest du gern geschnitten? Ich bin noch hier vorne. Mein Name ist in die Richtung geschnitten. Dieses Ruckeln immer. Eigentlich dürfte das ja nicht ruckeln. Rechner ist ja schnell genug für Minecraft. Ja. Hast du auch einen Bogen? Nein. Ich habe übrigens Horrormusik angemacht. Hast du mitgekriegt, ne? Ja, ich merke das. Das ist toll. Dann kann man es gerade noch sehen. Oh. Sei vorsichtig, avec le Lava. Komm, lass mal hier hochgehen. Schweinis. Es war der 30. Februar. Es war Sommer. Und, ich wollte gerade Stimmungs... wie nennt man das? Ambient Talking, habe ich das jetzt einfach mal genannt. Ich habe keine Ahnung, ob es sowas wirklich gibt. Was? Vor allen Dingen die natürliche Treppe kaputt gemacht. Ambient Talking, weißt du? Es war Freitag, der 13. und Astralta
und ich liefen. Ups, hier kommen wir gar nicht her. Liefen durch die Hölle. Zwischendurch hörte man irgendwo ein. Weißt du, worauf das hinausläuft? Merkst du? Ja, auf den Gast. Freu dich doch. Über Gäste. Lass mal da hochgehen. Komm, wir graben uns hier hoch. Hier an der Stelle. Lalala. Warte mal, da mache ich hier Fackeln hin, damit man weiß, dass es hier hochgeht. Ich habe auf 2 ja normalerweise mal die Scharpitzhacke. Was bei mir sogar die 1. 2 ist meine Schippe. Sag mal, hier ging es doch hoch, oder nicht? Lava. Ja, hier geht's hoch. Okay. Ich überhaupt gar nicht hier. Ich bin hier direkt unter die Lava gekommen gerade. Ja. So, immer schön umgucken, ne? Nicht, dass wir hier was übersehen. Ich finde, die Musik passt super zur Hölle, oder? Zum Nether. Ist toll, ja. Ich glaube, wir hätten genauso gut unten bleiben können. Asralta. Hier können wir erstmal oben noch ein Stück nach da gehen. Wo bist denn du? Direkt. Achso, ja. Dir. Ja gut, aber da oben kommen wir, glaube ich, nicht. Obwohl. Ich würde aber ganz gern. Doch. Oh, bei dir gibt es gerade ein Geräusch. Das sieht doch vielversprechend aus, eigentlich. Ja, siehst du den Gast? Nee. Wo ist er? Da hinten. Okay. Warte mal, wie sind wir jetzt hier hingekommen? Welchen Weg sind wir gegangen? Hier, ne? wir kommen aus der Richtung, in die ich gucke. Okay. Dann setze ich hier mal eine Fackel dran. Zwei Schüsse erledigt. Hast du das gesehen? Ich würde aber trotzdem ganz gerne, ich glaube, wir sollten nochmal einen Stockwerk tiefer gehen und dann in die Richtung laufen. Ich glaube, da könnte was Interessantes, also es sieht zumindest, weißt du, das ist halt eine große Lavafläche und da sieht man immer, wenn irgendwas da ist. Weißt du? Ja, ich gehe hier nochmal ein Stück in die Richtung weiter. Einmal ja. Den Hügel hier hoch. Ich gehe aber schon mal wieder zu unserer provisorischen Treppe und guck dann ein bisschen in die Richtung, ja? Entferne dich nicht zu weit. Wegen die Sicherheit. Und so, naja. Hat sich gereimt. Oh, guck mal, das ist genau die richtige Nether-Musik. Das ist die Urlaubsmusik. Also. Ich weiß nicht, ob das jetzt passt. Ich probier's einfach mal. Blub, blub. Na, ihr Schweinis. Sag mal, haben die. Nee, alles gut. Alles gut. Wie komme ich denn da hin? Na, hier ist Asralta. Das kann ich dir wie immer nicht sagen. Ich glaube, wir hätten hier überhaupt gar nicht hochgehen sollen, sondern einfach da unten bleiben müssen. Da haben wir einfach die viel größere Fläche. Ja, und so waren wir unterwegs im Nether auf der Suche nach Gerechtigkeit. Ruhe, Frieden und einem Donut. Ruhe in Frieden, Donut. Oh.